everything was shut down. The business was shut, the schools were shut down, all the major establishments were shut down. I mean, there was no life at all, actually. You know, people were stuck in their homes all the time. It has become very difficult for the press to operate. My name is Sajjad Rasool and I work as a video journalist from disputed region of Jammu and Kashmir in India. On August 5th, the whole of Kashmir Valley and Jammu Kashmir as a region was put down under lockdown by the government. All the communication channels from landline to mobile phones, internet connectivity was shut down. Wir dokumentieren Verstöße gegen die Presse- und Informationsfreiheit weltweit. Wir setzen uns auch ein für Kollegen, die in Not geraten sind oder im Gefängnis sitzen. Unsere Arbeit ist durch Spenden finanziert und dabei hilft uns eben auch das Fotobuch. Wir sind sehr froh und dankbar, dass wir so nette Kolleginnen und Kollegen haben, die uns ihre Arbeit kostenlos zur Verfügung stellen. Das sind einmal die Fotos der Fotografinnen und Fotografen und auch die Texte der Journalistinnen und Journalisten. Eine der eindrucksvollsten Fotostrecken stammt von Alice Martens. Das ist eine brasilianische Fotografin, die uns ihre Bilder zur Verfügung gestellt hat, mit sehr eindrucksvollen Aufnahmen von Verletzten in Krankenhäusern, von Kindern, die beteiligt waren an Kriegsgeschehen. Und sie dokumentiert eben wirklich sehr eindringlich, was Krieg im Syrien bedeutet. It's very important to support organizations like Reporters Without Borders to ensure that journalists like me who are working in different parts of the world are supported.